Jehova hat mit mir gesprochen diese vergangene Nacht. Der Herr, der mächtige Gott von Israel, hat mit mir diese vergangene Nacht gesprochen. Gesegnete Leute, in einer sehr, sehr ernsthaften Unterhaltung, einer der höchst ernsthaftesten Unterhaltungen jemals. Und in dieser enormen Unterhaltung, gesegnete Leute, stand ich hier auf der Erde. Und dann der Herr per Stimme, er sagte: Schau, der Messias kommt. Und nun, ich erinnere mich daran, als ich hochschaute zum Himmel, dann sah ich die enorme Herrlichkeit, unglaubliche Herrlichkeit, die auf dem Himmel ist. Verzerrte die totale Ausdehnung, den ganzen Himmel. Er kommt mit der ganzen Herrlichkeit von den ganzen Himmeln. Es ist eine Strahlung der Herrlichkeit, die kann ich nicht beschreiben jetzt gerade. Sehr, sehr mächtige Herrlichkeit. Die ganze Ausdehnung, der ganze Himmel an diesem Tag wird mit der enormen Herrlichkeit Gottes bedeckt. Und dann habe ich auch gesehen, den Messias, als er kam, innerhalb der Herrlichkeit. Die Herrlichkeit um ihn herum ist so strahlend. Teil von dem ist jemand wie mit Licht in der supermassiven Herrlichkeit, so wie jemand eine Flamme, eine leuchtende Flamme zünden würde. Nochmals, diese vergangene Nacht, gesegnete Leute, dies ist eine sehr extrem wichtige Unterhaltung. Dies ist eine dringliche Unterhaltung. Dies ist eine sehr furchterregende Unterhaltung. Dies ist eine Unterhaltung, die aufruft zur Handlung, jetzt gerade in dem Leben der Gläubigen und all den Christen weltweit, die jetzt gerade eingeschaltet sind. Diese vergangene Nacht, der Herr, der Allmächtige, hat mit mir gesprochen, hat mit mir in einer sehr erstaunlichen, schockierenden Weise gesprochen, sehr ernste Weise, in einer der größten Unterhaltungen jemals. Und in dieser Unterhaltung stand ich in dieser Vision, auf dem Erdboden hier, und dann die Stimme des Herrn in dieser Vision, sagte in dieser Vision: Schau, der Messias kommt. Und als ich hochschaute am Himmel, zum Himmel, da sah ich unglaubliche Pracht von der Herrlichkeit Gottes. Es ist totale, reine, weiße Herrlichkeit, aber strahlt. Ich weiß nicht, wie ich dies zu euch beschreiben kann. Reine, weiße Herrlichkeit des Herrn, aber strahlte so wie die Herrlichkeit des Herrn, wie ihr seht, die mich viele Male bedeckt hat. Aber dieses Mal, die ganze Ausdehnung des Himmels wurde bedeckt damit und scheinte, strahlte und herrlich. Und diese Herrlichkeit bedeckte die ganze Himmel über den Himmel. Total, total. Und dann innen drin konnte ich den Herrn sehen. Ich konnte den Herrn sehen, dass er kommt. Seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit ist strahlend und im Zentrum davon ist er, aber die Herrlichkeit herum ist wie eine Flamme, wie er kommt. Innerhalb der totalen Pracht, super weiße Herrlichkeit, strahlt. Und jetzt der Herr, er selbst ist innen dort und er kommt. Wo er ist, konnte ich sehen, so wie eine Flamme um ihn herum, während er kommt. Und nun, dies ist eine sehr ernste Unterhaltung, gesegnete Leute. Ich weiß, dass wir die Theologie-Lektionen haben, die Professoren sind bereit, aber dies ist eine sehr dringliche, dringende Unterhaltung jetzt gerade. Und dann kam er und er nahm die Gemeinde, Leute, die tot waren in ihrem Grab, die wiedergeboren waren und heilig und gerecht waren zu dem Punkt ihres Todes, Christen, die in Christus Jesus sind, sie sind auferstanden, die Gräber haben sich geöffnet und diejenigen, die Christen waren und am Leben waren, die gelebt haben und heilig waren, nicht nur Christen, sondern die heilig waren, sie wurden umgewandelt und hochgenommen in Herrlichkeit. Dies ist ernst, sehr, sehr ernst jetzt. Danach bin ich aufgewacht. Die Bibel sagt sehr eindeutig hier in dem Buch 1. Thessalonicher, Kapitel 4,
Vers 13 bis 18. Er sagt, wir wollen euch aber, Brüder und Schwestern, Gläubige, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben, über diesem gegenwärtigen Leben hinaus. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, so wird Gott auch die in der gleichen Weise, die da entschlafen sind, nochmals, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, so wie er es tat, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, in dieser gleichen Weise durch Jesus mit ihm führen. Diese Gläubigen, die entschlafen sind in Jesus. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvor kommen werden, diese Gläubigen, die entschlafen sind. Vers 16 von 1. Thessalonicher Kapitel 4 sagt er, denn er selbst, der Herr, wird hinabkommen. Dies ist die Vision, die ich gesehen habe. Denn der Herr, er selbst, der Herr, er sendet keine andere Person, er sendet keinen Erzengel, er sendet niemand anders. Denn der Herr, er selbst, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Wir werden immer beim Herrn sein, alle Zeit. Dies ist jetzt die Ermutigung, die er hier gibt, dass nachdem die Entrückung stattfindet, wenn ihr euch gut vorbereitet, werdet ihr mit dem Herrn für immer sein. Niemand wird euch mehr separieren, trennen von dem Herrn. Dies sollte der Grund für euch sein, sogar heilig zu sein und gerecht zu sein. Er sagt, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander in Bezug unserer Reunion mit dem Herrn und mit den Gläubigen, die gestorben sind. Nun, darüber hat der Herr gesprochen in der Vision heute Nacht. Und dies ist sehr ernst zu nehmen, gesegnete Leute. Er sagt sehr eindeutig, dass der Herr, er selbst vom Himmel hinabsteigen wird. Das ist, was ich sah. Ich sah den Herrn, diese vergangene Nacht, gesegnete Leute. Ich sah den Messias, den Herrn, auf den ihr wartet. Er kommt. Dies ist die Stimme, über die geschrieben wurde in der Bibel, dass ich meinen Botschafter senden werde vor euch, als Gott der Vater zu Christus sprach. Ich werde meinen Botschafter vor euch senden, um deinen Weg vorzubereiten. Dies ist über den in dem Buch Maleachi geschrieben wird, dass der Herr mich sendet, um die ganze Erde vorzubereiten, um das Herz wieder zurückzukehren zu dem Vater. Sonst wird der Herr die ganze Nationen, die Welt mit dem Band sprechen, schlagen. Tut Buße, Nationen. Der Messias kommt heute, zeigte der Herr mir, dass der Messias kommt für die Gemeinde. Und ich sah die Leute, die gestorben sind in Christus Jesus und heilig waren zu ihrem Punkt des Todes. Aber nicht diejenigen, ich spreche nicht über diejenigen, die gestorben sind und zurückgefallen sind, sondern ich spreche über diejenigen, die heilig sind an dem Punkt ihres Todes.
Ich sah diejenigen, die umgewandelt wurden. Sie haben glorreiches Gewand getragen, glorreiche Körper. Sie wurden in die Gegenwart Gottes gebracht. Und der ganze Himmel war leuchtend und bedeckt von der enormen Herrlichkeit des Herrn. Und ich sah die Christen, die an dem Punkt der Entrückung am Leben waren und heilig waren. Ich spreche nicht über die glaubensabgefallene Gemeinde, die im Glaubensabfall ist, sondern ich spreche über die Gemeinde, die in Buße fertig ist, die ein separiertes christliches Leben führt, die heilig und rechtschaffen sind. Ich sah sie umgewandelt und ihnen wurde glorreiche Körper gegeben und sie sind hochgekommen zum Himmel und haben den Herrn getroffen am Himmel, zusammen mit den Gläubigen, die vorher entschlafen waren in Christus Jesus. Der Messias kommt, gesegnete Leute. Bereitet den Weg vor des Herrn. Dies ist die Stimme, über den der Herr schrieb in der Schriftstelle, dass er ihn sendet, den Weg vorzubereiten, bevor der Messias kommt. Dies ist derjenige, über den Christus Jesus, der Messias, sprach. Er muss immer kommen und alle Dinge wiederherstellen, bevor der Messias kommt. Bereitet den Weg vor, gesegnete Leute. Ich habe das Kommen des Messias gesehen. Tut Buße, die Nationen der Erde, und empfangt Jesus Christus. Der Messias kommt, die Zeit ist vorbei. Vielen Dank.